Also ich jedenfalls habe in den letzten Jahrzehnten immer darunter gelitten, dass es Fachzeitschriften gibt, von denen man den Eindruck hatte, man muss sie doch irgendwie lesen, weil man ja auch Politologe ist und das gehört dazu. Und dann habe ich sie entweder sogar abonniert, das ist aber schon lange her, oder aber ausgeliehen oder Kopien gemacht. Und ich habe alles gegen die Wand geschmissen, weil sie stinklangweilig sind, schlecht geschrieben und auch von der Idee oder von der Aussage nicht sehr originell. Aber vor allem das schlecht Geschriebene, ja, diese Gleichgültigkeit gegenüber Sprache hat mich oft wütend gemacht. Wenn man in das Inhaltsverzeichnis von der Indes reinguckt, dann findet sich dort eigentlich neben sehr vielen auch Bekannten auch Unkonventionelles, wie zum Beispiel diese Inspektionen. Kannst du die mal bitte beschreiben? Hinter Inspektionen, da verbergen sich reportageartige Erkundungen oder man könnte auch sagen Vor-Ort-Beobachtungen ausgewählter Phänomene. Und zwar dienen die einerseits der Veranschaulichung bestimmter Aspekte und andererseits erhoffen wir uns davon aber auch ja, bestimmten Klischees auf die Spur zu kommen, beziehungsweise zu überprüfen, ob gewisse Vorannahmen denn immer noch zutreffen, wie man es sonst vielleicht in ja, eher theoretischen Analysen nicht könnte. Denn vieles entwickelt sich ja ganz im Kleinen und das kann man eben nur entdecken, wenn man tatsächlich hingeht und sich das detailliert anschaut. Zum Beispiel haben wir im ersten Heft eine Inspektion von Robert Miesig über die Kaffeehausintellektuellen in Wien. Und man würde jetzt natürlich eigentlich erwarten, der ist durch die Kaffeehäuser gezogen und hat sich da die älteren Herren angeguckt, die in den verrauchten Kaffeehäusern sitzen und über ihren Gedanken brüten. Und so ist es aber keineswegs. Und das ist eben auch erst im Laufe dieser Inspektion eigentlich klar geworden, was denn heute an die Stelle des Kaffeehausintellektuellen getreten ist. Dass natürlich die ja, intellektuelle Szenerie Wiens auch nicht mehr die ist, wie sie noch vor 100 Jahren war. Und deswegen ist diese Inspektion eben eine sehr schöne, bunte Schilderung des intellektuellen Lebens in Wien. Ein guter Text? Ja, das ist so eine echt blöde Frage. Ja. Weil, jetzt wo ich hier bin, ne, jetzt hier ist es richtig furchtbar heiß, es ist ja schwül. Und wenn ich jetzt mir überlegen würde, was wünsche ich mir zu trinken, was ist ein gutes Getränk, da würde ich jetzt sagen, jetzt wäre ein Prosecco genau richtig. Ja? Und ich befürchte, dass wir in 2 Monaten schon wieder so richtig kaltes Wetter haben. Und dann wäre es gar nicht unbedingt ein Prosecco, dann wäre es vielleicht sogar in der Tat ein kräftiger, schwerer Burgunder. Und irgendwann, wenn ich richtig verliebt wäre oder sowas, wäre es ein spritziger, mineralischer Riesling. Und so ist das mit den Texten auch. Also ein guter Text ist nicht irgendwie immer gleich, sondern es gibt bestimmte Texte, die müssen spritzig sein und kurz und knapp und andere Texte, die gehen in die Tiefe und haben dann eben auch sowas wie ein schwerer Burgunder. Ach, und dann gibt es so Reportage mit analytischen Elementen, die sind wie ein Riesling. Also es gibt mehrere Gattungen und Sorten und so soll das auch in unserer Zeitschrift sein. Ja, ein guter Text ist wie ein guter Vortrag. Man soll sich so am Anfang wundern, in der Mitte auch noch ein bisschen wundern und am Ende was gelernt haben. Ein guter Text muss mich mit Inhalt und Form überraschen, durch seine Thesen herausfordern und mit seinen Beispielen nachwirken. Wenn der zentrale Gedanke oder die beiden zentralen Gedanken mir nach dem Text in Erinnerung bleiben, ohne dass ich sie aufschreiben muss. Einen guten Text macht aus, wenn ich hinterher denke, so habe ich das noch nie gesehen. Er fügt kompliziert Gedachtes sinnvoll zusammen und regt zum Weiterdenken an. Ich denke dabei immer an ein kühles, frisch gezapftes Bier. Originelle Gedanken, plausibel hergeleitet. Bloß nicht die immer gleiche Repetition des abgestandenen, altbekannten. Du hast jetzt von reportageartigen Beiträgen gesprochen, sonst finden sich auch Porträts dort wieder, Interviews. Wo würdest du sagen, liegt jetzt aber doch die Abgrenzung zu gängigen Wochenzeitungen? Also das ist eine schwierige Frage, aber wir glauben, dass wir uns doch von den meisten Zeitschriften und Magazinen, die es schon gibt,
abheben oder unterscheiden. Natürlich wäre es jetzt vermessen zu sagen, wir erfinden das Rad nochmal völlig neu, sondern ich würde sagen, wir gucken eher, was es schon gibt, übernehmen natürlich auch einiges, aber das Besondere an Indes ist, dass es ja die Lücke füllt eben zwischen den tatsächlich politikwissenschaftlichen Fachzeitschriften und den Wochenmagazinen, so könnte man es vielleicht sagen. Und deswegen muss ja das Schlagwort Feuilleton Politologie auch gar nicht unbedingt als Schimpfwort verstanden werden, sondern ja, das ist es ein bisschen, was wir uns eigentlich darunter vorstellen. Also diese Mischung und Verbindung zwischen Wissenschaft, Politikwissenschaft, Öffentlichkeit und eben auch Journalismus. Das Anliegen dieser Zeitschrift ist so, dass man, wenn man das zum Beispiel im ICE mitnimmt, ja, und man guckt, lese ich Spiegel, lese ich Zeit, lese ich Indes, dass man sagt, Indes ist eigentlich doch am besten, das lese ich ganz gerne, man kann da schön blättern, sind da schöne Bilder drin und irgendwie macht es Spaß. Also wenn man das ein bisschen nur erreicht hat, das wäre schon